Folge Nummer 51 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte mir wieder geschrieben, die Drohne, bin ich ja jetzt drinne, macht nicht so wirklich Sinn, da hat er vollkommen recht. Man kann natürlich auch ein Schiff bauen, ne? Und damit durch die Gegend fliegen, macht Sinn. Dann hat er geschrieben, beim Handelsposten gibt's einen Timer, wann Sachen erneuert werden. Hier gibt's jetzt gerade keinen Handelsposten, schade. Jetzt hätte ich das gerade gemacht, geguckt. Und dann hat er geschrieben, Waffenfabrik sollte man aufsuchen und da einen Laserkompressor kaufen, Modulatoren kaufen, Leiter kaufen, Stahl kaufen, Linsen kaufen und dann kann man dort natürlich, ach, jetzt durch die falsche Taste hier, nee, war richtig, kann man da natürlich ganz klar schauen, dass man den Laser da selber baut, ne? So, jetzt haben wir das ausgewählt, jetzt schauen wir gerade da nochmal rein, dann müssen wir, ach nee, doch nicht, ich dachte, das wäre nebenan, ist es aber gar nicht. Gucken wir mal hier gerade noch ins Ausrüstungsdock. Salvaging Schützturm. Dreifach Point Defense MG. Dreifach Maschinen. Tesla, Laser, Laser. Da ist No Need Bergbau Geschützturm. Also, fliegen wir da mal hin, oder? Der ist ein Air Laser, ja. Und sonst sehe ich jetzt hier keinen Timer. Also, hier können wir noch reingucken. Geschützkontrollsystem. Oh, wir müssen da unbedingt hinfahren. Fliegen. Natürlich mit der kleinen Drohne dann weiter Weg, aber naja, müssen wir jetzt in Kauf nehmen, ne? Das Schiff würde ich jetzt nicht in der Schnelle bauen, weil da waren doch jetzt gerade Sachen, die ich gerne haben möchte, um das neue Schiff auszurüsten. Der Airlaser jetzt nicht unbedingt fürs Bergbaumäßige, aber der auf jeden Fall dieses Geschützkontrollsystem macht Sinn. 4 Plätze mehr waren das, ne? Das dauert natürlich jetzt gerade einen Moment. Ich cutte dazwischen was weg und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ein bisschen näher dran. Ne? Jetzt brauchen wir noch einen Dockingport. Da unten wird bestimmt einer sein. Okay, nicht ganz, aber der da. Fliegen wir da mal ran, dass wir andocken. Und dann hoffen wir, dass nicht schon der Wechsel da war, sondern dass wir das noch kriegen, ne? Was wir haben wollten. Okay. Sind wir noch nicht gedockt. Bisschen zurück. Jetzt sind wir gedockt. Okay, dann Ausrüstung handeln und das Geschütz, Now Knit Salvage Geschützturm ist noch da. Kaufen wir. Tesla und der Airbergbaulaser sind zwei sogar. Die kaufen wir auch beide. So, und jetzt müssen wir das da oben, können wir noch nicht. Lasergeschützturm. Ja, den nehmen wir mal auch noch mit. Doppelpoint Defense MG Geschützturm. Doppelgravitationsgeschützturm. Und Doppelpulskanonen Titan. Was haben wir hier? Doppelnanon die Bergpunkt. Ne, den brauchen wir nicht. Oh, gerade was Neues gekommen. Hier sehe ich jetzt auch keinen Timer tatsächlich, ne? Ne. Ah, hier ist ein Timer, der 20 Minuten läuft. Air Mining Geschützturm. Ja, was wollen wir mehr? Den nehmen wir auch noch mit, oder? So ein Bergbaulaser. Gravitationsgeschützturm, Tesla-Geschützturm, Doppelnummer, Bergbaugeschützturm. Brauchen wir nicht drei für Maschinengeschützturm? Ne, die anderen sind nicht neu gekommen. Der war ausverkauft und deswegen gab es einen neuen. Jetzt lass uns mal gerade hier den... Haben wir den schon gekauft? Oh, weiß ich jetzt nicht. Glaub nicht, oder? Und wenn auch nicht, der taucht auch fürs zweite Mal. Bei Festnisch nicht aktiv. Undurchdringbare Schilde, ja. Schild, Widerstandskraft 65% minus. Zeit bis auf wieder 33%. Energieverbrauch 610,7 Megawatt. Festinstallation und Schilde können nicht von Schüssen oder Torpedos durchdrungen werden. Also das hört sich ja eigentlich richtig gut an. Ne? Wir haben Kohle, haben wir 2,4 Millionen. Ich nehme den mit. Gab's da zwei von oder was? Den haben wir jetzt gekauft, ne? Batterie-Upgrade. Energiespeicher, das können wir nochmal, das nehmen wir auch mit. Geschützkontrollsystem hatten wir jetzt gekauft schon. Radar-Upgrade. Kaufe ich nur ein.
Das verbesserte Handelssystem, weiß ich jetzt nicht. Nö. Nee. Den Reaper-Raum, was macht der? Okay, das brauchen wir jetzt nicht, weil das jetzt nicht so prickelnd ist. Schon was Neues? Nein. Sonstiges? Nee. Torpedos? Nein, lassen wir so. So, das haben wir. So. In der Nähe der Station bleiben wir, um Mann aufzunehmen. Handelsposten war jetzt hier nicht, ne? Gucken wir nochmal rein. Militärstation, Betreuung, Ressourcen-Depot habe ich nicht gesehen, ne? Nein. So, das heißt, wir bauen jetzt gerade schnell ein Schiff. Das ist Traveler. Grundgebühr 500 Naunit, Mitgliederbesatzung 4. Okay, wir legen los. Alles klar. So, das ist unser Naunit-Kern. Jetzt brauchen wir erstmal ein Triebwerk da dran, ne? Zum Beispiel. So. Das war schon richtig, ne? Ja. So, das heißt, wir machen das mal ganz viel größer. Ich hoffe mal, das passt so erstmal. Ja, sieht gut aus. Den Kern haben wir. Jetzt brauchen wir was für Besatzungsmitglieder. Das brauchen wir aber nicht so groß, denke ich mal. Das machen wir mal nur so. Wie wir können denn da rein? Steht das schon hier? 4 von 16, okay. Dann brauchen wir einen Generator, den wir da vorsetzen. Den machen wir mal so groß wie das Triebwerk da. Steuerung C, Steuerung V. Aber als Generator. Das sieht schon schick aus, oder? Jetzt will ich noch mehr Dingens haben. Brauche eine Spiegelachse. Weil da will ich jetzt den da nochmal klonen. Und den machen wir dahin. Ja. Jetzt mache ich den hier nochmal. Klone den. Und möchte das aber allerdings als Dingens haben. Als Energiecontainer. Ja, das sieht schon mal gut aus. Energiecontainer haben wir auch. Jetzt möchte ich hier noch nach hinten wieder zwei. Was nehmen wir denn da? Wow. Mal gucken wir mal hier nochmal rein, was gibt's denn noch so, was wir noch, also hier brauchen wir Korrekturdüsen. Gyro, den brauchen wir. Das ist die Frage. Wohin? Wieder die Größe nehme ich. Wir machen das mal erstmal als Gyrophalanx, das war der, ne? Ja. Dann machen wir den mal so. Und den nächsten drehen wir aber um. Und machen den so. Und nach vorne gibt's den dritten dann. Ne, ich muss mal rausscrollen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die waren, aber jetzt müssen wir nochmal drehen. Und zwar, welche Richtung fehlt uns denn jetzt? Nee. Der geht so, der geht so, der grüne fehlt uns, alles klar. So.
Das passt erstmal. Den kopieren wir jetzt wieder. Und der kommt da hin. Das sieht doch gut aus, oder? So. Jetzt, was brauchen wir noch? Ich glaube, in Eisen müssen wir jetzt noch investieren, und zwar die Bremse. Trägheitsdämpfer. Zack. Das ist schon mal gut. Da wir Klamotten kaufen wollen, brauchen wir auf jeden Fall auch Frachtraum. Aber lass mal gerade überlegen, was wir auch brauchen. Trägheitsdämpfer haben wir. Den haben wir. Korrekturdüsen. Gerichtete Korrekturdüsen. Wir machen mal die nicht gerichteten. Steuerung C, Steuerung V. Ah, da machen wir gerade die Spiegelachse aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, jetzt hat er natürlich, gut, alles klar. Da müssen wir natürlich ein bisschen anders arbeiten. Die Größe war richtig, aber wir mussten noch umschalten auf das. So, passt's erstmal. Und das haben wir soweit. Und jetzt brauchen wir noch einen Frachtraum. In der Größe, Steuerung, Steuerung V, Frachtraum und da dran. So. Der ist auch da. Fehlt uns noch was Besonderes? Schildgenerator macht ganz viel Sinn. Jetzt ist die Frage, komme ich mit der Größe beim Schildgenerator einigermaßen hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Schildgenerator haben wir erstmal. Was können wir noch gebrauchen, ist die Frage. Integrationsfeldgenerator. Den können wir noch gebrauchen, ne? Steuerung C, Steuerung V. Und dann nochmal, wo ist er jetzt? Da. Okay, das heißt, Triebwerke sind nicht geschützt. Dann ist das erstmal so. Super ergiebiger Stein. Was haben wir hier noch? Überraumkern. Den wollten wir auch noch nehmen. In der Größe möchte ich das erstmal haben. Wo ist er jetzt? Da, den machen wir aber doppelt. Das heißt, wir brauchen wieder eine Achse. Wir brauchen noch eine Achse. Und den pflanzen wir da hin. Dann haben wir zwei davon. Und wie viel Crew brauchen wir denn? Steht das hier irgendwo? Rollen, Pitch, Jaw, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung. Okay, das kommt alles mit denen da. Ich glaube, wir lassen das erstmal gerade so. Und bauen erstmal so weiter. Das ist Schutzschild und so ist alles da, ne? Dreht sich gut. Habe ich ausgewählt? Ja. Gehen wir dran, ne? Docken wir und brauchen Personal. Ingenieur brauchen wir. Unteroffizier brauchen wir. Wir brauchen mehr Produktion. Aber wir können erstmal Personal anheuern.
Brauchen wir erstmal vier Mechaniker wahrscheinlich. Brauchen mehr wie vier Mechaniker. Dann machen wir sechs Mechaniker. Ich glaube, wir müssen gerade erst einmal gucken, wie viel wir brauchen. P. Dahin. 9 und 9 Ingenieure, ein Unteroffizier. Ich glaube, wir haben 6 jetzt gekauft, ne? Dann müssen wir nochmal 3 haben. So, und dann Ingenieure, sind das welche? Ja. Heuern wir auch an. Piloten brauchen wir, Bergbaumänner. Ne, wir brauchen Kanoniere. Machen wir 8. So, und dann brauchen wir hier noch. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, ich nehme mal 3 mit, ne? So. Ab aufs Schiff. Und einer davon. Was brauchen wir jetzt? Ich sag jetzt nicht, wir brauchen noch mehr. Noch mehr Unteroffiziere. Sehr interessant. Aber wir haben ja noch genügend Leute, ne? Ah, jetzt brauchen wir hier noch. Jetzt brauchen wir sozusagen noch Energiecontainer. Generatoren. Das heißt, wir gehen nochmal in den Baumodus. Ich hoffe, wir kommen gleich noch dahin. Generator. Das. Ist ein Generator. Steuerung C. Steuerung V. Schuss. Jetzt sag nicht, da sind wir noch da. Nee. So, jetzt haben wir ein schickes, flottes Schiff. Nächste Anbauten gehen in die Höhe oder in die Tiefe und wir haben auf jeden Fall etwas, was sich bewegt. So, jetzt noch das hier. Nee. Das ist ein Naunit-Abwrackgeschützturm. Den brauchen wir jetzt nicht. Den er auch nicht, aber den auch nicht. Den Lasergeschützturm. Haben wir da 2 von? Nee, ne? Haben wir nur 1 von. Also Bergbauer haben wir gerade genug. Wir haben sonst keine Bewaffnung, oder wie sehe ich das? Das ist auch blöd. Aber kriegen wir ja. Einfach aus dem Grunde, weil wir definitiv... Mach das nochmal weg, entfernen und bauen wir nochmal dahin, aber einzeln. Lasergeschützturm. Wie? Der Lasergeschützturm ist was? Lädt er es auf oder was? Okay, ja. Hält er auch an? Aber wir brauchen mehr Bremsen, ne? Kann das sein? Obwohl. Warte mal, wir müssen das mal hier ein bisschen austarieren. Wo ist die Station? Da. Also drehen tut er super. So, jetzt wollte ich nur gerade wissen. Wir fliegen mal drunter her. Ja, hat gut geklappt, ne? War super klar, ne? Also das Schiff ist schwach, ist klar. Ha, das mit dem Bremsen geht. Können wir so lassen erstmal. Alles gerade, ja. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Dann sitzen wir auf der 1.
Das passt hier. Okay, der Laser geht erstmal. Aber der hat einen Cooldown, ne? Ist jetzt aber erstmal egal. Das Schiff ist gut. Haben wir. Handelsposten sprechen wir noch drüber. Wir gucken jetzt erstmal auf der Karte nach der Drohne. Nach der Waffenfabrik. Wir befinden uns hier und haben da eine Waffenfabrik. Wir haben eine große Reichweite, haben wir reingebaut. Machen wir Navigationscomputer das Ganze rein. Und springen da mal hin. Ja, den Laserkompressor habe ich natürlich noch nicht gekauft. Weder Modularleiter, noch Leiter, noch Stahl, noch Linsen. Modulatoren waren das. Ist aber nicht schlimm, wir haben erstmal eine Waffe drauf. Müssen aber den Rest noch mehr haben, um das zu bauen, ne? So, was haben wir alles hier? Da ist ja auf jeden Fall die Waffenfabrik. Haben wir denn jetzt hier? Ne, haben wir nicht. So, Waffenfabrik aufmachen. Geschütztürme bauen. Und da gibt es Blaupausen. Können wir jetzt hier auch sehen, was ist. Ja. Titan Air Abwrack. Nach was ist da sortiert? Bergbau da. Titan Bergbauplan. Also Laserkomponenten, Lasermodulatoren, Hochleistungslinsen, Leiter, Stahl und Zielerfassungssysteme. Das müssen wir haben. Eine Gruppe fremder Schiffe ist erschienen. Okay. Ich glaube, dann sind wir erstmal auch mal für diese Folge durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.